Hallo zusammen und willkommen zurück zu Grip. Wir spielen die Weihnachtsmap. Ja, die gibt es auch im Spiel. Wie gesagt, so viele Maps sind ja... Oh, hier gibt es aber viele Bäume. Und Geschenke gibt es hier. Guck mal. Halt, warte mal, wir haben auch einen Rückwärtsgang. Da gibt es ein Geschenk. Kann man das einsammeln? Naja, scheinbar nicht. Sieht aber witzig aus. So, jetzt müssen wir mal schauen hier, dass wir hier... Boah, ich glaube, ich stehe im Wald. Boah, hier Zuckerstangen. Geil. Hui. Springen kann man übrigens auch, wie ihr seht. Aber irgendwas müssen wir doch mit den Dingern da machen können. Kann man die vielleicht abschießen oder so? Upsala. Das war scheiße. Oh, ich habe aber den Jetfire getroffen mit der Rakete. Nix sie weg hier. Nein! Oh, du blöder Baum! So, was ist jetzt damit? Oh, mit Zuckerstange habe ich umgefahren. Sowas. Die Map ist aber schwierig. Mensch, Skinner. Komm ich da hoch? Nein. Oh. Da. Hicker, nein! Oh! Also die Map ist echt schwer. Ach Mann, boah. Überall bleibt man hängen. Boah, yeah. Wie soll ich denn das hier schaffen? Was ist das da? Okay. Die Bots sind genauso doof. Die bleiben auch überall hängen. Ach, das ist immer sehr gut. Wir haben ein Schutzschild bekommen. Was machen denn diese komischen... Oh, oh. Das war eine Rakete. Fliegst du hier quer in den Wald, ne? Es ist echt schwer hier zu fahren. Also man sieht die Autos nicht. Hier ist doch eins. So, den haben wir mal da reingedrückt. Bringt zwar wahrscheinlich nichts, aber egal. So, direkt mal hier den Schutzschild wieder hochfahren. Da hinten liegt ein Pickup, das holen wir uns. Nein! Oh. Da ist man froh, dass man endlich mal ein blödes Pickup bekommen hat. Also, da die Dinger hier, die schnalle ich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. So, ach, es gibt ja noch Switch-Tage. Mensch. Kann ich die hier durchschalten irgendwo? Wo denn? Das umdrehen. Nein, auch nicht gut. Da fahren wir hoch. Da zur Zuckerstange. So. Echt schwierig. Also ich weiß nicht, wie ich das hier irgendwie schaffen soll. Jetzt bin ich, glaube ich, gestorben. Nee, ich habe einen abgeschossen. Hey. Also. Echt mal richtig, richtig schwierig. Es ist noch gar nicht vorbei. Kann ich da wieder einsteigen? Nee, ne? Können wir uns nur hier so ein bisschen umgucken. Und die anderen da noch fertig fahren lassen, sozusagen. Schade. Ich hätte ja gern noch mal irgendwie... Achso, jetzt ist vorbei. Na gut, also.
Die Runde war halt nicht so toll, aber ja, macht ja nichts. Die nächste wird wieder besser. Da werde ich wahrscheinlich wieder Arena auf dieser anderen Karte spielen, von der ich gerade nicht weiß, wie sie denn heißt. Aber wenn wir jetzt schon mal hier im Menü sind, dann gehen wir mal ganz kurz hier durch. Wir können hier ein Spieler, zwei Spieler machen. Wir haben Race, können da unser Auto ein bisschen hier die Farbe aussuchen. Dann können wir uns den Planeten aussuchen, auf dem wir spielen. Und da sieht man jetzt so, ja, das ist so, keine Ahnung, da ist jetzt halt nichts dabei, was man sehen kann. Aber hier gibt es dann die Tracks. Und da sieht man hier, die kommen halt noch alle. Hier können wir halt sagen, wie viele Runden, wie viele Gegner wir haben wollen. Schwierigkeit, einfach, mittel, schwer, Pickups an oder aus. Engine Power können wir einstellen und hier auf Race, da geht es dann los. Dann können wir hier bei Arena im Prinzip dasselbe sagen. Ne, Moment, ich war eben auf... Ah ja, genau, hier gibt es Yatra und Lido 5 als Planet und bei der Arena gibt es Lido 5 und Norvus, aber die Autos sind die gleichen, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt auch hier so einen Spielplatz, da können wir uns also auch ein Auto aussuchen und auch hier den Spielplatz, wo wir ein bisschen trainieren können am Anfang. Und hier Time Trial fehlt halt noch komplett. Ansonsten, nur mal jetzt hier nochmal in die Options reinzugehen, was man hier so alles hat. Wir können sagen, ob wir Meilen oder Kilometer anzeigen wollen. Splitscreen Layout können wir wählen. Bei Audio, da seht ihr mal, wie leise ich dieses Spiel habe und es ist immer noch schweinelaut. Full Contact, Clock Watch, Full Contact Powertrain. Alles ist an. Ich weiß gar nicht so genau, was das alles ist. Ach so, das sind die Songs. Genau, die können wir nämlich hier abspielen. Ja. Bei Grafik ist bei mir alles ziemlich hoch, außer Motion Blur habe ich ein bisschen auf Medium runtergesetzt. Funktioniert super. Controls, halt volle Controller-Unterstützung. Ich finde es, um ehrlich zu sein, schade, dass man die Buttons nicht neu belegen kann. Ich würde mir nämlich so das ein oder andere gerne umlegen. Und hier ist Steer, auf dem Button funktioniert bei mir komischerweise gar nicht. Und hier ist die Tastaturbelegung. Kann man auch mitfahren, ist aber unheimlich schwierig. Ich habe mir extra für das Spiel, um ehrlich zu sein, einen Controller gekauft. Ja, und das war es dann auch hier so mit den Optionen. Und es gibt noch hier so ein How to Play und hier kommt anscheinend auch noch irgendwann eine Liga raus. Ich bin gespannt, wann das kommt. Ja gut, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann in einer anderen Folge, in einem anderen Rennen wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre genial, ein Abo wäre noch viel geiler. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin und tschüss.